Ja, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Und ich hatte gerade einen richtigen Schreck bekommen, weil nämlich die Load, also die Save-Datei von meinem Livestream war, den ich mal letztens gemacht habe. Und jetzt hatte ich halt den weg, aber zum Glück habe ich unter den separaten Load von dem ganzen Emulator nochmal gespeichert. Und ja, deswegen haben wir das hier. Ne? Vista. So, wir haben das letzte Mal diesen Team Aqua-Typ da getötet und, ja, dann würde ich mal sagen, werde ich mal eben kurz das Pfiffchen hier legen. Und, ja. Dann, ach, obwohl, komm, Flucht. Ja, Angst da zu kommen. So, und zwar werde ich mit dem hier kurz mal reden, was hat der denn so zu berichten? Hey du, geht es deinem Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und du Kämpfe vermeiden willst, solltest du dich vom hohen Gras fernhalten. Ach, was. So, der will bestimmt wieder kämpfen, oder? Yeah. Wenn du ein Kämpfer-Pokémon mit zur Schule bringst, bist du sofort beliebt. Ja, so wie du aussiehst, bist du auch wirklich beliebt. Okay. Käfersammler Gernot. Es kann auch sein, dass du nur wegen der Name beliebt bist, aber ich weiß ja nicht, du, ne? Ninkada, ich meine, da waren Gift-Pokémon, so Giftgedöns, ne? Und jetzt geht das schon wieder los. Das habe ich früher mal ganz gehasst, die ganzen Safcons, immer in ganzen Trainerkämpfen, die konnten nur Härtner. Jetzt bin ich tot, oder? Okay, dann würde ich mal sagen, Gag, aber du bist Andrew. Und ich hätte mich in Skype beschäftigt stellen sollen, weil es kommt schon, welche auch mit denen ich eventuell oder die mich eventuell anrufen können. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Der Braustisch machen. Hat keinen Effekt. Doch, WTF! Alter! Du Lappen! Kennst du? Hat keinen Effekt. Wenigstens. Wer? Boah, ich dachte jetzt schon Blutsauger, ey. Das wäre jetzt, ne? Also, das wäre jetzt die Härte, du. Toad. Ninkada wurde besiegt. Pfiffchen erhält 40. 45 für Gabor. Das wird Ninkada. Bah, nein. Ganz ehrlich, das Viech regt mich jetzt schon auf. Das werden wir uns bestimmt auch irgendwann mal kaufen. Kaufen. Fangen. Fangen, Leute. Fangen. Jetzt kommt er mit seinem Blutsauger, dann bin ich tot. Zum Glück. Weil, aber der hat's. Ich hatte voll Leben, oder? Dann hat der uns den Blutsauger gegeben und dann war ich ganz tot. Jetzt braucht der Blutsauger. WTF, was war das denn jetzt? Ganz ehrlich, der hat doch gerade noch viel mehr abgezogen. Egal. Besser für uns. Und Ninkada wurde wieder besiegt. Und der liebe Gernot, tut mir leid, aber du bist ja sehr beliebt in deiner Schule. Dann kannst du vielleicht da wieder ein bisschen Trost fangen. Oder, keine Ahnung, wie man das sagt, ne? Ein bisschen Trost holen. So, dann will ich mal ganz kurz gucken. Wir haben noch auf jeden Fall, genau. So, das reicht ja schon. Gut. Also, oder ist ein Pokéball? Na, genau. Ein Wampe, das brauche ich nicht. Obwohl, das Wampe, das entwickelt sich zu so einem. Ja, ist halt wie. Am Ende habe ich dann ein Papinella. Ich weiß ja nicht. Naja, komm. Ich habe jetzt keine Lust, noch ein Pokémon zu trainieren. Ich lasse erstmal bei den beiden aus. Ich bekomme noch ein gutes. Ne, dann wisst ihr, dann hol ich mir das.
Nur ich bin mehr so ein Freund, es gibt ja bald welche, späteren, ist auch immer so bei anderen Pokémon-Teilen. Route 104, ja, da wollte ich jetzt nicht sagen, auf jeden Fall, da kann man schon die entwickelten Pokémon fangen. Und da habe ich keinen Bock drauf, ich will die wenn dann schon von den, also jetzt zum Beispiel den Fifien, von der ersten Stufe an hoch machen hier, ne? Bis da. Ne, komm. Nee, komm du. Ich will einfach nur das Ding hier holen. Ja, da haben wir den Trank gerade, ja, eigentlich gut gemacht. Also, jetzt haben wir halt wieder einen Trank zurückbekommen. Dies ist der Blütenraum-Blumenladen. Verwandelt die Welt in einen Blumenmeer. Wie heißt du? Louis, okay, das ist ein hübscher Name. Ich weiß. Melissa, bist du Bärenlernen? Nein. Nicht wirklich. Was ist hier denn? Hallo! Je mehr du dich um die Blumen kümmerst, desto schöner werden sie blühen, auch wenn die Blumen gerne Weimarkanne erhalten. Boost LP packt Weimarkanne in die Basis-Item-Tasche, nachdem du die Beeren anpassen musst. Weimarkanne wässern, das werden wir eh nicht machen, da ich ja, Beeren nur pflücken werde und nicht einpflanzen werde, weil ich das so unnötig finde. Ich habe die früher nicht gebraucht, also werde ich die jetzt auch nicht brauchen. Zwei Sinnelbeere, möchtest du? Ja, komm mal rein. Amenabeere oder so. Komm, Morin. Die These schön hier recht. Ja, nein, 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 nein. So. Ich liebe es, den Mund. Ja. Oh. Das ist ja. Ach, nicht Pokémon. Ich hab den eigentlich nur so just for fun angesprochen. Mein Gott, Kugelsaat. Jo, könnten wir unseren Gag, aber. Aber ich weiß nicht, ob da die so auch lernt. Ich lasse das erstmal so. Man kann ja mal nochmal gucken. Hallo? Oh, natürlich nehme ich die Herausforderung an. Ich habe eine Menge Geld. Ja. Ja, so siehst du auch aus. Ich sag dazu jetzt nichts. Tickle, dann pisst das schon. So, jetzt Zorin. Mann, ihn ja putt. Hör mal. Komm mal kaputt. Scheiße, ich hab gleich keine AP, wie der heißt, für die Attacke mehr. Schon im gelben Bereich schon mal. Ja, 5. Wird knapp. Ich glaube, ich kann den Äther benutzen. Ja, ich nenne das Äther. Esser. Ja, kann man auch sagen. Aber das erinnert mich so an Minecraft. Ja. So, jetzt kommen. Boah. Du sollst sterben, hör mal. Gleich habe ich halt nur noch ganz wenig Leben. Dann zieh ein bisschen Trank ein. Läuft! Schön. Ja. Hätte ich es mal nicht gesagt. Aber was soll's. Gut. Dann würde ich sagen. Bleibt uns nichts anderes übrig, Gag aber, komm, mach ihn fertig. Schön und gut, Pokémon sehr süß, aber, ne, Top-Genesung, das reicht. So, kennst du Absorber, ist genauso gut wie Top-Genese, nur halt, da brauchst halt ein bisschen, bis das voll Leben hat, aber. Wieder Top-Genesung, komm. Bitte, bitte, bitte. Und Pfund. Bumm. So, Zigzags wurde besiegt, Fifi enthält, bla bla bla, aber bla bla bla. Spieler besiegt Schnösel René. Warum konnte ich nicht gewinnen? Ja, doch.
1400 Poké-Dollar oder Poké, weiß ich nicht was. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Ja. Ok. Tokle. Gut. So, dann brauchen wir das Pokémon auch nicht wechseln. Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Hm. Ja. Jetzt wäre es auch nicht auf mich zugerannt. Ganz ehrlich. Was hast du denn? Loturzel, was ist das denn? Ah, das Ding. Das ist ja... eine laufende Tablette immer. So. Ja, das läuft. Das läuft. Macht der... das macht der richtig Schaden. Also, das Loturzel, ne? Bam, bam. Tot. So, das hätten wir. Kommt noch so ein bedrohlicher Viech? Ich hoffe mal nicht. Knilz. Ach so, ja, der komische Pilzviech. Das kommt wieder. Ja, das gut. So. Ne? Dann. Kontra-Attacke? Ne. Das war so auch so Lappen. Ah, guck. Knilz, das hab ich früher voll gemocht. Ich weiß aber nicht warum. Bestimmt nur weil scheiße aussah. Naja. So, hätten wir den Kampf auch hinter uns. Und ja. Spieler besiegt Gnöse Elisa. Gnöse. Jetzt wollte ich Schnöse sagen, aber auch Göre Elisa, so. Ich hätte doch nicht kämpfen sollen. Blablabla, gewinnt, ne? Hier kennst du. Ja. Jetzt mal nicht gekämpft, hör mal. Oh, mir schwarmt Böses. Wie ich's doch wusste. Ein Doppelkampf. Ich finde das aber geil. Jetzt kämpfen wir nämlich 2 gegen 2 Pokémon. Also, die haben 2, wir haben 2. Also, ne? Wenn ich jetzt 1 wäre, ist halt scheiße, aber. Ne, ich hab ja 2. So. Egal. 4-4 in Gekabor, das passt. So, und. Auch auf den. Einfach alles auf den drauf, immer. Das ist. Das ist fast weg, immer. Ja, toll. Bei dem läuft. So, dann würde ich sagen, Pfiffieren auf den und Absorbe auf den. Hat bestimmt keine große Wirkung, kann ich mir vorstellen. Ja. Gut, das ist aber egal. Denn das Loturzel-Ding ist jetzt tot. Ein Volltreffer. Musste nicht sein. Aber war gut. So, und dann... ja, schön, Gekabor. Ruckzucki, das ist... eine geile Attacke. So, jetzt werde ich gucken, dass der Viech jetzt schnell tot kriegt, weil... Geduld ist nicht wirklich so die... harmloseste Attacke, meiner Meinung nach, wie wir das letzte Mal schon gesehen haben. So, jetzt aber... fuck. Nein, ich weiß. Na... Mann! So, jetzt aber. Dann hat Sandwirbel. Ich hab nix. Bleibt nichts anderes übrig. Aber er ist tot. Samurzel wurde besiegt. Pfiffieren erhält 46 und aber auch. Gina und Mia. Die Zwillinge. Wir haben zusammen gekämpft. Noch zusammen verloren. Abla gewinnt. Ne, hier, Gedönse. So, was haben wir denn hier? Der hat nur einen Carpador, oder jetzt will ich keinen Kampf mehr kommen. Also kein Kampf mehr. Gut. Denn jetzt will ich. Zum Poké Center. Willkommen im Pokémon Center. Während der Pokémon machen wir wieder fit. Okay, wir gehen deine Pokémon. Ja, so jetzt hier wieder ein bisschen speeden. Danke sehr. Dann würde ich sagen, auf zu dem Typ hier da unten. Den wollen wir nämlich auch noch klatschen. Wenn der denn auch noch. Ja.
Das habe ich jetzt nicht vorgelesen, weil, ne? Kennst du, jetzt kommt Kappador-Gedöns hier wieder. Ja. Oh, oh, Level 5. Raste aber nicht zu sehr aus. Haben wir noch unseren Fifi und gucken, dass er vielleicht mal Level 11 wird. Und ja, dann passt das. Also, da müssen wir ganz aufpassen bei Plätscher. Also, wenn die mal trifft, die Attacke, dann haben wir verloren, ganz ehrlich. Und dann ist unser Fifian wirklich schutzlos dem Ende ausgeliefert. Also, dann kann uns nur noch unser Gig-Abo helfen, obwohl das ist auch nicht wirklich. Das bringt uns auch nicht weiter. Komm, Gig-Abo. 21 Erfahrung, das bringt uns nicht weiter. Dann machen wir einfach mal schnell. Ja. Oh, Level 6. Kennst du Level Tod? Auch so ein Gedanke. So, was hätte er noch? Ja, komm. Oh, 25, raste aus. Ne, ganz ehrlich. Noch ein Carpador, ne. Das mache ich nochmal mit Gig, aber dann ist das auch Ende. Oh, Level 7, raste aus. Ganz ehrlich. Yo. Das ist sehr effektiv. Aua, ja, Gig, der Carpador wurde besiegt. Gig, aber erhält 30. Toll. Große Pinge gewinnt 180. Pokodonas. Und hier haben wir. Ach komm, das wird Windy immer noch von uns. In der Bäre siehst du im Leben wurden wachsen Flück quasi ruhig. Aber fand du neue Bäre an, natürlich ist einfache Höflichkeit. Hier ist für dich Maronbeere. Ja. Das ist aber einfach nur zeitaufwendig, deswegen, ne? Ich hab jetzt das. Ne. Ich will das nicht. Na 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 na. Da war hier eine Pokémon Arena. Okay, unsere erste Pokémon Arena. Das würde ich sagen, das machen wir mal in dem nächsten Part, ne? Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.